Relativ einfach, indem es kein Change-Projekt ist oder als Projekt betrachtet wird, sondern wirklich nachhaltig verankert. Nachhaltig verankert kann sein, dass es als ein eigener Bereich aufgezogen wird, also wirklich als eine Funktion im Unternehmen. Ich hatte es vorhin mal geschildert, in der Telekom haben wir eine Lösung gefunden, das war ein sogenanntes Center. Wir haben Center of Excellence genannt, aber so eine Struktur. Ich kenne Unternehmen, die eine eigene Gesellschaft, eine eigene Legaleinheit gegründet haben, Bosch zum Beispiel, die also das Thema Enterprise 2.0 wirklich mit einer sehr langfristigen Perspektive, mit 10 Jahren nach vorne ausgerichtet haben. Wir haben uns im Center damals einen 3- bis 5-Jahres-Horizont zusichern lassen, um überhaupt in das Thema einsteigen zu können, weil wir genau die Mechanismen, dass Change-Projekte sich gegenseitig und wechselwirkend überholen und nichts in der Organisation ankommt, das nicht wirklich funktioniert. Also von daher Langfristigkeit und Etablierung im Unternehmen ist wichtig. Das ist sicherlich kein Thema, was dauerhaft Bestand hat. Also wir haben damals angenommen, dass wir nach 5 Jahren auch mit unserer Arbeit fertig sein sollten, ja? Dass wir eher eine Servicefunktion haben, das in die Organisation reintragen und uns dann auch wieder zurückziehen. Die 3 bis 5 Jahre waren aber zu knapp kalkuliert. Also zumindest Unternehmen in der Größenordnung sollten wirklich eine, ich sag mal, heute mindestens eine 5 bis 7 Jahre Perspektive haben.